Wenn ihr noch mehr dazu wissen wollt, dann schreibt mir das doch gerne unten in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich sagen, lasst ein Like da. Und ich freue mich über jedes Abo, also schlagt rein, aktiviert euch die Glocke und peace. Angefangen Videos aufzunehmen, habe ich so in einem Raum wie diesem hier. Und ja, das war so die erste Location quasi, in der ich gefilmt habe und in der ich Videos tatsächlich für YouTube aufgenommen habe. Die Videos könnt ihr jetzt nicht mehr sehen, weil ich die zum Teil gelöscht habe schon vom Channel, beziehungsweise einfach offline gestellt habe. Aber das ist eine andere Thematik. Naja, aber man fängt ja immer mal klein an, ne? Ja, und was man dann so mit der Zeit macht, ist, dass man sich einfach natürlich eine neue Kamera kauft, andere Objektive, und man gibt ganz viel oder relativ viel Geld, wenn man am Film ist, für Equipment auf jeden Fall aus. Und eins vernachlässigt man immer so ein bisschen, beziehungsweise habe ich zumindest so gemacht. Naja, und mit der Zeit lernt man dann halt irgendwann einfach dazu, dass man auch anfangen sollte, vielleicht an seinen Räumlichkeiten ein bisschen was zu ändern. Und jetzt, wo ich hier mit Jasmin umgezogen bin in unser eigenes Haus, habe ich halt das erste Mal die Möglichkeit gehabt, einen Raum so zu konzipieren und zu designen, wie ich es gerne hätte für ein optimales YouTube-Studio. Und das wollte ich euch heute eigentlich einfach mal so zeigen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal rüber ins Haus und hier raus aus der Werkstatt und gucken uns das Ganze mal an. Und ich glaube halt, das Erbauen eines YouTube-Studios ist genauso ein Prozess wie das Erlernen von der Fotografie oder der Videografie. Also das, was ich euch hier so ein bisschen auf meinem Kanal vermitteln oder beibringen möchte. Ich würde sagen, dieser Prozess, der dauert halt einfach an, um daran besser zu werden und vor allen Dingen, um zu lernen, was man für sein eigenes Studio so benötigt, beziehungsweise für die Art von Videos, die man halt erstellen möchte. Für die Art von Videos, wie ich sie erstelle, habe ich jetzt halt den fast perfekten Raum für mich gefunden und den werde ich euch jetzt einmal zeigen. Ja, zum Filmen meiner Videos nutze ich die Sony A7 Mark III. Das ist eine gute Hybridkamera, mit der ich auch vorwiegend halt meine Fotos mache, ist ja logisch. Und dazu nutze ich außerdem noch als Objektiv das Sigma 24-70mm f2.8. In der Kombi ist es eine mega geile Kombi, denn die Sony verfügt über einen 4K-Modus mit 30 Bildern die Sekunde, was super cool ist. Und mit dem Sigma 24-70 hat man eine super scharfe Linse, aber ist trotzdem noch sehr variabel, was den Brennweitenbereich angeht, um einfach ja ein schönes, geiles Bokeh auch zu erzeugen mit 70mm. Und gerade beim Vloggen halt, wie ich es gerade gemacht habe, schön mit 24mm so viel Hintergrund wie möglich einzufangen, um ein schönes Video einfach zu machen. Für bessere Audioqualität in meinen Videos nutze ich tatsächlich einen externen Audiorekorder, und zwar den Zoom H4n. Das ist ein relativ gängiger Audiorekorder unter YouTubern, würde ich jetzt mal behaupten. Als Richtmikrofon habe ich das Rode NTG4. Das ist, glaube ich, somit das meistverkaufteste und standardisierteste Audio-Equipment, was man in der YouTube-Szene generell finden kann. Deswegen habe ich es mir auch zugelegt, weil es einfach sehr lange schon als sehr bewährt gilt. Und ich würde sagen, damit kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Und bis auf, dass dieser Raum noch sehr stark am Schallen ist, würde ich sagen, ist die Audioqualität doch schon relativ gut. Ja, von euch aus gesehen, hier rechts habe ich dann noch eine riesengroße Softbox von der Firma Godox. Das ist das SL60W, wenn ich mich nicht täusche, genau. Mit einem 120 cm großen Schirm vorne dran, um ein schön weiches Keylight zu haben, wie man es nennt im Fachjargon. Um ja einfach ein schönes Licht hier zu haben, und wie man sieht, sieht es, glaube ich, ganz gut aus. Außerdem habe ich noch einen externen Monitor oben auf der Kamera, denn die Sony A7 III verfügt über kein Klappdisplay, was ein bisschen ärgerlich ist, beziehungsweise jetzt mit der neuen 7S III bin ich der Meinung, genau. Kam das zwar, aber wie gesagt, meine 7 Mark III hat das noch nicht. Also habe ich oben auf der Kamera noch einen externen Monitor, damit ich mich hier oben auch schön sehe und sehe, was im Bildausschnitt drin ist. Zusätzlich zu der Godox Softbox, die ich hier habe, habe ich hier noch einen Aperture, kleines LED-Light, und hier oben in der Ecke habe ich auch noch einen kleinen Aperture-LED-Strahler, um mir hier so ein leichtes Kicker-Light oder Hair-Light zu geben, wie man es nennt. Einfach nur, damit ich ein bisschen vom Hintergrund separiert werde.
Und wie gesagt, hier, das strahlt hier halt die Pflanze und den Karton vom MacBook an und so weiter. Ja, und was dann natürlich noch sehr prägnant ist, ist die schwarze Wand im Hintergrund. Ich denke mal, die macht einfach relativ viel an dieser ganzen Optik, die ich hier habe, aus. Wenn man sich nicht die Wand schwarz machen möchte, so wie ich das gemacht habe, dann kann man auch alternativ diese Wallpaper sich kaufen, die man einfach von der Wand vielleicht runterrollen kann. Das ist auch eine coole Sache, denn da kannst du auch gleich mehrere verschiedene Farben machen, zum Beispiel Orange, Rot, ich weiß nicht, Weiß auf jeden Fall. Und je nachdem, was man für eine Stimmung in seinem Video haben will, kann man halt einen andersfarbigen Hintergrund haben. Was eine coole Sache ist, wenn man sich nicht gleich die Wand, so wie ich es gemacht habe, schwarz anmalen will. Ja, das war schon so im Großen und Ganzen. Mehr nutze ich eigentlich nicht. Was heißt nicht mehr? Das ist schon relativ viel. Und das kommt auch bei mir nicht von heute auf morgen. Das habe ich auch über mehrere Jahre mir zusammengekauft. Natürlich verfüge ich hier auch noch über diverse Stative und so weiter. Die sind, finde ich, jetzt aber nicht erwähnenswert, weil ein Stativ kann sich jeder selber kaufen. Wenn ihr noch mehr dazu wissen wollt, dann schreibt mir das doch gerne unten in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich sagen, lasst ein Like da. Und ich freue mich über jedes Abo, also schlagt rein, aktiviert euch die Glocke und Peace. Wir sehen uns dann im nächsten Video am nächsten Sonntag. Ciao.